Hallo zusammen. Aufgrund einiger Umstände bin ich die Stimme im heutigen Video. Vielen Dank für euer Verständnis. Habt ihr euch selbst jemals mitten in der Nacht dabei erwischt, euch 50 YouTube-Videos in Folge reingezogen zu haben, wobei euch bewusst wurde, dass es mit dem Ausschlafen wohl nicht mehr klappt? Euch ist es bestimmt schon mal passiert. Und möglicherweise ist es gerade jetzt bei euch der Fall. Wenn unsere Vermutung zutrifft, solltet ihr die Zeit wenigstens sinnvoll nutzen, indem ihr euch verschiedene außergewöhnliche Dinge anschaut, von denen ihr euren Freunden später erzählen könntet. Und hier seid ihr genau richtig. Lehnt euch also zurück, holt euch was Leckeres zum Essen und lasst uns loslegen. Die ersten durchaus logischen Fragen, die sich einem beim Blick auf diese eigenartige McDonald's-Filiale aufwerfen, lauten: Wie soll man da eine Bestellung aufgeben? Wie passen die Köche, die Hamburger zubereiten, hinein? Und wohin soll man schließlich sein Geld stecken? Ist McDonald's etwa so ein fortgeschrittenes Unternehmen, dass es inzwischen auch im Nano-Bereich aktiv ist? Nein, das Ganze ist viel einfacher, als es wirkt. Obwohl diese winzige McDonald's-Filiale tatsächlich einem echten Restaurant ähnlich sieht, handelt es sich dabei um ein Bienenhotel. Vor wenigen Jahren hat sich die schwedische Regierung ernsthaft besorgt über einen drastischen Rückgang der Populationen von Bienen geäußert, die bekanntlich eine enorm wichtige Rolle für das Ökosystem unseres Planeten spielen. Die Fastfood-Kette hat die Besorgnis geteilt und im ganzen Land solche Bienenhäuser aufgestellt, um auf das Problem aufmerksam zu machen. Es sind mit kleinen Löchern versehene Werbetafeln, an deren Rückseiten Bienenstöcke angebracht sind, in denen die Insekten ein Zuhause finden. Es war übrigens nicht die einzige Bienenschutzmaßnahme von McDonald's. Das Unternehmen ließ vor seinen Restaurants landesweit Blumenbeete anlegen und auf den Dächern mehrerer Filialen Bienenstöcke platzieren. Ihr irrt euch gewaltig, wenn ihr denkt, dass das Leben nach 60 zu Ende wäre und man keine Freude mehr daran hätte. Dürfen wir vorstellen? Das sind Eugene und Walter Bostick aus der texanischen Stadt Fort Worth. Die beiden sind mittlerweile 80. Doch das hindert sie keineswegs daran, ein erfülltes Leben zu leben. Warum? Weil es ihnen vor einiger Zeit gelungen ist, eine ausgefallene Idee Realität werden zu lassen, nämlich einen Hundezug zu bauen. Aber das ist bei Weitem nicht ihr einziges Verdienst. Seit über 10 Jahren geben die Männer mehrere tausend Dollar pro Jahr dafür aus, hungrige, wilde und obdachlose Tiere wie Opossums, Biber, Eichhörnchen, Katzen, Enten und andere zu füttern. Den Bostick-Brüdern geht es darum, Mutter Natur etwas zurückzugeben und sich bei ihr dafür zu revanchieren, dass sie in ihren Jugendjahren leidenschaftliche Jäger waren. Deshalb trafen sie die Entscheidung, ihre goldenen Jahre mit der Rettung von Tieren zu verbringen und bastelten aus alten Fässern und ein paar Rollen einen Zug, der seither regelmäßig einst abgelegte Hunde durch Fort Worth transportiert. Hunde, die fast verhungert oder misshandelt wurden und jetzt alle paar Tage ein neues Abenteuer gemeinsam mit Eugene und Walter Bostick erleben dürfen. Eine tolle Idee, die nicht nur die Viehbeiner, sondern auch die alten Herren glücklich macht. Das letzte Faulheitsstadium ist, wenn man keinen Bock mehr hat, selbstständig zu essen und von einer speziellen Maschine träumt, die einem Gabel und Löffel zum Mund führen würde. Die Macher dieses Geräts haben die Idee noch weiter gesponnen. Der Popinator ist eine Popcorn-Abschussmaschine, bei der der Nutzer nur noch den Mund zu öffnen braucht und schon kommt ein Popcorn angeflogen. Pop! Yeah. Klingt absurd, zugegeben. Aber ihr werdet überrascht sein, wie cool die Maschine aufgebaut ist. Erstens ist sie sprachgesteuert. Zweitens hat sie ein unfassbar sensitives stereophones Mikrofonsystem, das automatisch erkennt, aus welcher Richtung der Zuruf gekommen ist und schießt genau dorthin. Unserer Meinung nach wäre das Gerät ein netter Spaß fürs Büro, da es erlaubt, Popcorn zu essen, ohne sich die Hände schmutzig zu machen. Auf den ersten Blick sieht dieses Kleid ganz normal aus. Und der eine oder andere wird sich fragen, was an ihm so besonders sein soll. Es ist zwar schön, aber gehört definitiv nicht zu Dingen, die man als außergewöhnlich bezeichnen würde. Schaut es euch etwas genauer an. Fällt euch nichts auf? Dann lasst es uns im Querschnitt angucken. Ja, ihr habt richtig gehört. Das ist ein Hochzeitskleid, das sich aufschneiden lässt, weil es sich um ein handgemachtes Konditoreikunstwerk handelt. Es wurde von einer Tortendesignerin aus Dubai namens Rema Sirai kreiert. Die Zubereitung hat ungefähr 3 Wochen in Anspruch genommen. Und insgesamt stecken über 180 Arbeitsstunden darin. Abgesehen von der Zeit, die die Frau zum Planen und Entwerfen brauchte. Die Torte wird von 2400 einzigartigen Blumen und 3000 Stickereien geschmückt. Stellt euch nur vor, das Ganze ist Handarbeit. Schade nur, dass die Torte nicht zum Highlight einer Hochzeitsfeier wurde. Sie entstand als Ausstellungsstück für den Konditorenwettbewerb Cake Talks, an dem Rema als Jurymitglied teilnahm. Die Bezeichnung bizarr ist noch eine Untertreibung. Wir würden euch gerne mehr von diesen Fahrzeugen erzählen, aber das geht leider nicht. Sie wurden zufällig von Verkehrsteilnehmern gefilmt und uns liegen keine Informationen über sie vor. Uns bleibt also nur, sie zu bestaunen.
Hoffentlich wart ihr nicht besonders darüber traurig, dass ihr den ganzen Sommer über zu Hause verbringen musstet. Wir können ja nichts dafür, dass die Welt noch vor kurzem ganz anders war, nämlich bunt, voller Spaß und sehr interessant. Das, was ihr gerade auf euren Bildschirmen seht, ist eine erstaunliche Konstruktion, die aus 8 unterschiedlichen großen Trampolinen besteht, die direkt im Ozean errichtet wurde, genauer gesagt an der Ostküste. Sie wurde von Florida-Bewohnern aus 14 handelsüblichen Trampolinen und anderen Materialien zum eigenen Vergnügen gebaut. Das größte davon ist fast 5 Meter hoch. Wusstet ihr schon, dass Pinguine sehr neugierige Lebewesen sind? Guckt mal, mit welchem Interesse sie das riesige Dinosaurier-Skelett betrachten. Fragt ihr euch, wie die Pinguine im Museum gelandet sind? Uns persönlich erinnern diese Bilder an eine Realverfilmung des Animationsfilms Madagaskar. In Wahrheit sind es Werbespots, die im Auftrag des benachbarten Shed-Aquariums produziert wurden. So möchte das Aquarium trotz der Schließung den Kontakt mit der Öffentlichkeit halten. Im Rahmen dieser Werbekampagne durften die Wandervögel das Field-Museum, ein Lichtspielhaus und sogar ein Football-Stadion besuchen. Auch wenn es nur eine Werbeaktion war, finden wir sie trotzdem sehr süß. Der Preis für den besten Streich aller Zeiten geht an Mutter Natur. Denn manchmal lässt sie erstaunliche Dinge entstehen, deren Erschaffung durch Menschenhand völlig undenkbar wäre. Schaut euch zum Beispiel diese Insel an, die von der Form her an einen Fisch erinnert. Falls es euch interessiert, sie ist Teil einer Inselgruppe namens Brijuni und steht unter Naturschutz. Sie liegt im nördlichen Teil der Adria vor der Westküste Kroatiens und heißt Gats. Um dieses Weltwunder zu bestaunen, muss man in den Kreis Longli im Süden der Provinz Gizu reisen oder sich einfach dieses Video angucken. Das ist viel schneller und günstiger, stimmt's? Der Wasserfall fließt direkt aus einem goldenen Drachenmaul. Die Skulptur wurde selbstverständlich von Menschenhand geschaffen. Es ist so, dass Drachen eine große Rolle in der chinesischen Kultur spielen. Die Chinesen glauben daran, dass diese mythologischen Wesen Glück und Wohlstand bringen würden. Aus diesem Grund sind sie in China auf Schritt und Tritt anzutreffen. Aber nur wenige davon sind von so einer majestätischen Landschaft wie dieser umgeben. Wenn eure Hand vom vielen Streicheln schon wehtut, aber euer Hund trotzdem nach Streicheleinheiten verlangt, solltet ihr vielleicht den Kauf einer solchen Maschine in Erwägung ziehen. Gebaut wurde sie von einem Mitarbeiter der US-amerikanischen Schreinerwerkstatt Matt Thompson Woodworks. Sie wird, wie ihr vielleicht seht, von einem Bohrer angetrieben, aber scheint einen ernsthaften Nachteil zu haben. Die Vierbeiner sind nämlich von ihr alles andere als begeistert. Eine zärtliche menschliche Hand kann wohl durch nichts ersetzt werden. Ist euch schon mal eine Dekoration, zum Beispiel für Weihnachten, so sehr ans Herz gewachsen, dass ihr es nicht fertig brachtet, sie bis zum nächsten Jahr zurück in die Kiste zu packen? Die Besitzer dieser Skelette konnten sich von ihnen anscheinend nicht trennen. Kein Wunder, diese teilweise bis zu 3 Meter großen Gerippe müssen ziemlich teuer gewesen sein. Es wäre also zu schade gewesen, sie nur für ein paar Tage im Herbst aufzustellen, zumal sie Jack Skellington aus Nightmare Before Christmas ähneln. Es sieht so aus, als ob das Jahr 2020 die makabersten Weihnachtsdekorationen mit sich gebracht hätte. Denn die 3,6 Meter großen Skelette sehen sogar in fröhlicher Weihnachtsmann-Aufmachung ganz schön beängstigend aus. Um Kunstwerke zu bestaunen, musste man sich früher unbedingt bei einer Kasse anstellen, eine Eintrittskarte kaufen und stundenlang durch die langen Korridore eines Museums spazieren. Heute aber gibt es Skulpturen, die sich direkt von der Straße aus betrachten lassen. Diese Möglichkeit haben unter anderem die Bewohner der neuseeländischen Hauptstadt. Sie müssen nur aufschauen, denn auf dem Dach der City Gallery für zeitgenössische Kunst in Wellington ist vor einiger Zeit eine außergewöhnliche Installation angebracht worden, die gelinde gesagt komisch aussieht. Es handelt sich um eine Hand mit einem finster reinschauenden Gesicht mit blauen Augen. Sie trägt den Namen Quasi und wurde 2016 von Ronnie Van Hoot kreiert. Interessant ist, dass die Figur laut dem Künstler in Teilen ein Selbstporträt darstellt. Die 5 Meter große Skulptur wurde mit Hilfe eines Hubschraubers aufgestellt, aber der Aufwand hat sich auf jeden Fall gelohnt. Die Stadtbewohner meinen, dass die Figur sie aufheitern und das Gesicht ihrer hübschen Stadt noch mehr verschönern würde. Schlangen, die ihre Opfer in einem Stück verschlingen und dabei einen skurrilen Anblick bieten, sind eigentlich keine Seltenheit. Doch ein kriechendes Reptil, das sich eine AK-47 einverleibt hat, sehen wir zum ersten Mal. Es sieht wirklich sehr sonderbar aus, aber soll irgendetwas ausdrücken. Was genau, weiß allerdings nur sein Schöpfer und sonst niemand. Der Autor dieser Gummiskulptur ist der russische Künstler Wassily Slonov aus Krasnojarsk. Sein Name ist schon seit langem nicht nur in Sibirien, sondern in ganz Russland bekannt. Die meisten seiner provozierenden Arbeiten sind unterschiedlichen gesellschaftlichen Phänomenen in seinem Heimatland gewidmet. Warte mal eine Sekunde. Willst du verrückte Geschichten aus dem echten Leben hören? Nichts Ödes, nur Action, nur Abenteuer, Jagden und Kämpfe, Liebesgeständnisse und plötzlicher Betrug. Du glaubst uns nicht? Folge dem Link und schau es dir selbst an.
Unser Animationskanal Persönliches Tagebuch enthüllt die dunkelsten Geheimnisse. Vergiss nicht zu abonnieren.